So. Der Behemoth ist da. Mutter sagt, ich soll dich schnell töten. Aber ich glaube, ich lasse mir lieber etwas Zeit, um das Ganze zu genießen. Da ist der nordische Behemoth, genauso brutal und rücksichtslos wie der erste. Los, zeigt ihm, wem diese Dimension gehört. Der schlägt sich gut. Tue ich das? Das ist aber schön zu hören. Ich weiß, dass das ein unpassender Moment für diese Frage ist, aber was ist ein Titankern? Ach, egal, das ist nicht so wichtig. Nein, nein, beantwortet ruhig die Frage. Ich bin interessiert. Noch irgendwelche... Ne, die Formation ändern wir bestimmt nicht. Wir haben 18 DNA, das bringt uns nichts. Ne, passt schon. Ah, let's go. Noch, ja, ja. Der vorhin war auch sehr knapp. 60 Armor. Wie soll ich dem Schaden machen? Das wird lustig. Ja, fühle ich auch. Das wird richtig lustig. Du machst wie viel Schaden an allen? Guck mal, unser Roboter stirbt gleich. Todeseffekt 146. Eigenschaft, was hast du denn? Verfällt bei Betäubung in Raserei und schlägt mit tödlicher Gewalt zurück. Kann zweimal pro Runde angreifen. B-Mod, plus 25 Verteidigung gegen Verzögerung. So, bin ich vor dir dran? In zwei, ja. Oder schieben wir dich schon mal nach hinten. Damit wärst du verzögert. Das macht deine Armor. Wir müssen gerade auf Sachen gehen, die Armor kaputt machen. Degeneration. Ja, 7 Armor weg. Flutsch. Und du hast, kannst 3 Degeneration. Radarschuss. Warum kommt der wieder zurück? Achso, Achso, wir kriegen ihn nicht ganz. Ah, oh nein, wir kriegen ihn nicht raus. Obala! Obala! Er hat Bobo gemacht. Ha! Ja, unser Mech stirbt. Unser Mech ist tot. Ja, das war der, der für die Schilde zuständig war. Einer der wichtigsten. Ich hab's zu spät gesehen. Ich hätte Blitz machen müssen. Ich war zu sehr auf Armor-Down-Schlagen fokussiert. Warum darf denn der zweimal angreifen? Ja, er hat, wenn der nicht gestorben wäre, hätte er schön ihr Schild wieder machen können gleich. Kann ich irgendwie in Rewind oder so? Runde zurückspulen. Ja, 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 ja. Gut, wenn ich das noch einmal kann, ist okay. Das ist okay, das ist voll okay. So, Blitz. Wir müssen dich halt super weit erstmal wegschießen. Ja, da ist es halt instant lose jetzt sonst. So. Nein. Ja. Verzögert. Jetzt muss natürlich alles andere später sein, ne? Was machst du denn jetzt? Ich traue mich nichts anderes, verteidige einfach. Ist mir egal. Nicht, dass der jetzt irgendwas verschiebt, was blöd ist. Bumm.
Okay. War gut. So, jetzt hat er den einfachen Angriff. Das ist okay. Du gibst ihr einfach ein neues Schild danach. Währenddessen verteidigst du dich einfach selber. Warum reicht das nicht? Warum? Wenn du sie jetzt deckst, verlierst du HP. Wenn du angreifst, verlierst du mehr. Im Kampfschrei nicht so viel. In Zweien kostet dich viel. Spalte kostet dich auch viel. Verteidigen kostet... Das ist spannend. Er macht halt wirklich HP-Schaden, ne? Können wir dich irgendwie schwächen? Ja, eigentlich nur damit. Verteidigung. Nee, das ist Verteidigung. Platziere das einfach schon mal. Das ist ja... Dave, Mio ist gerade 18 geworden, hat damit genau 69 HP als Maximum. Ich brauche dringend doch eine Freundin, wenn mir sowas auffällt. Gibt bestimmt Kataloge. Das heißt auch immer, man kann sich irgendwelche Frauen über Kataloge kaufen. Ich weiß halt nicht, wie viel dahinter steckt. Ich habe noch nie so einen Katalog gesehen. Verliere damit 3, da verliere ich keine. Ich verliere überall 3 Armor. Ich verstehe nicht mal, wie das hier funktioniert. Du hast aber auch sau viel HP. Das ist im 40 oder 50 HP knapp, ne? Zwei. Ach so, Weißt du was, dann verteidig. Oder mach den Kampfschrei. Für eine Runde ist das nur, ne? Also wenn du verteidigen machst, verlierst du dann weiter Armor? Nein. Dann behalten wir die Armor. Warte. Nein, geht nicht. Ich hatte kurz eine Idee, aber die war dumm. Warte. Schild gebe auf sie. Decken auf sie wegen der Reflexion. Das ist besser. Wenn du es noch verteidigen gehst, wird es nichts. Dadurch crittet er auch nicht mehr. Ich kriege wenigstens ein bisschen Schaden raus. Er hat selbst 43 Schild und 45 HP verloren, die sehe ich aber nicht. Wo hat er denn 45 HP verloren? Du bist ja noch köstlicher, als du aussiehst. Danke, das war ich öfter. Das war die Runde jetzt aber... Ah, jetzt war das egal. Dass ich habe seinen Turn gewastet. Dann hätte ich doch Degeneration einsetzen können. Ach so, er darf ja noch mal. So schön saftig und lecker. Weiß ich, ich denke halt so, dass er so will. So, das ist jetzt aber blöd. Wir machen hier erstmal eine Schildaufladung bei dir. Du darfst dich selber schilden. Können wir dich sehr weit hinterblitzen? Ja. Plutsch. Und ihr seid eh beide vorher, ne? Das ist verzögert. Dann kannst du auch noch schön spalten. Warte mal, hat er wieder 60 Schild? Das war vorher die Runde, ne? Egal. Okay. Haben wir den Kampf neu gestartet? Moment. Alles gut. So, und jetzt müsstest du doch eigentlich Schild verlieren. Wieso hast du immer noch 60 Schild?
Hä? Mega, was machst du? Du gehst auf sie. Das ist legit okay. Aber du greifst ja zweimal an. Ignoration, so, warte mal. Pyro ja, Crit wer? Achso, nee, Crit doch ist ein Crit, ja. 25%, so. Sonst Verteidigung 0. Blockiert durch Schilde. Verbrennen ja, das ist blöd. Wir müssen nämlich sowieso ihr erstmal ein neues Schild geben. Später dann in der Runde. Das ist okay. Du bist zu spät dran. Zurück. Wir könnten detonieren. Wäre guter Schildschaden. Und auch. So, müsste das auf 57 Armor droppen. Warum droppt seine Armor nicht? Habe ich gerade einen Bug, dass das Spiel mich nicht lässt? Dann actually. Du darfst den nicht angreifen. Das wird ja immer schlimmer, ne? Du könntest halt verteidigen. Dann ist nur deine Armor runter, ne? Ja, dann verteidige du. Dann kriegst du. Nein, nein, nein! Das war ein Missklick! Das war ein Missklick! Oh Mann, ich dachte mit einem anderen Menü. Nee, hä? Ja, hier, Schild. Nein! Jetzt habe ich Zorn verballert, den ich bei ihr gebraucht hätte. Ach, das ist. Ja, das war dumm. Schildaufladung und. Die heißen zugleich. Dumm! Richtig dumm! Schild und Schild ist halt doof! So, Schild bei ihr wieder aufladen. Blub, blub, blub. Alle haben volles Schild. Dann kannst du jetzt deinen zweiten Angriff. Hypnose, sag mal. Hat nur 60% Trefferquote. Solltest du nicht treffen, so. So, was hat er vor? Auf 3. Auf alle außer auf Mechi. Okay, dann. Ach, der ist. Oh nein. Wir müssen ihn rausballern. Dadurch ist er schon mal verzögert. Nee, 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 geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Wenn der andere pennt und er kein Schild geben kann, das kann man sich leisten gerade. So. Du bist schon draußen. Ja, dann können wir jetzt eigentlich Schaden machen. Wir müssten eigentlich critten, ne? Also wir critten ja auch eigentlich. Da hier von 60 auf 55. Es steht sogar dran. Ist die Anzeige da oben einfach noch buggy? Ne, jetzt 56. Ach so, das Schild ging nicht runter, weil wir noch am an der Blase waren. Also die Arme ist nicht runtergegangen, weil wir noch am Schild waren. So rum. Oh Gott, ja. Mhm. Okay. Auf alle. Das finde ich aber nicht gut. Warum kriegt der Mech keinen Schaden? Warum kriegst du keinen Schaden von ihm? Schildgeber ist das, ja. Reaktion beendet die Runde durch die Tankkraft. Ja, bla bla. Den Zorn ist erst wieder aufbauen. So. Festung. Festung würde dir helfen, dass du einfach nur viel Schild verlierst. Dass dir er danach wiedergeben kann. Dann können wir erstmal hier spalten. Können wir das? Ja. Hier können wir in Ruhe spalten. Drei. 62 und 3. Es ist mehr. Aber damit habe ich jetzt gerade im Moment mehr. Oh, ganz knapp hinter ihm. Schade, wäre fast noch ein Crit geworden.
Na gut. Dann hat jetzt alles sie getankt. Piu! Null! Haben keinen Schaden gemacht. Platsch. Wir machen keinen Schaden mit seiner Armor. Gott, im Himmel ist das bescheuert. So, er macht wieder auf alle. Das ist ganz schlecht, aber die Runde ist nicht so wild. Wir müssen eigentlich nur jede zweite Runde überleben. Guck mal, er ist schon verzögert. Das ist gut. So, dann hauen wir jetzt alles raus, was Schilde verballert. Genau, zum Beispiel der Schmetterschlag hier. Bildaufladung geht leider nicht. Haben wir es halt einmal blöd verkackt, leider, ne? Ja, die ist halt doof. So, wem geben wir denn jetzt das Schild? Eigentlich ihr. Die andere kann sich eventuell durch den Zorn nächste Runde selber heilen. Also dahin. Sich selbst wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, ne? Sich selbst wäre besser gewesen, ja. Fuck, das war dumm. Zu spät nachgedacht. So. 49 Armor. Er geht auf alle. Wenn wir Festung einsetzen, gehst du hard low. Shit. Der Crit. Wir könnten alles rausballern. Die Crits wären wichtig. Dass wir die Schildaufladung nicht haben. Das ist jetzt so fucking nervig. Weil das hast du halt wieder super spät. Ja, du musst so oder so sie. Ihr das Schild geben. Wir hätten ihr das Schild geben sollen, scheiße. In den Zwischenrunden muss sie geschildert werden. So, Festung muss. Ist die Frage. Blitzen bringt nichts. Nee, warte. Halt. 81 und 3. 62 und 3. Ja, dann schießen wir. Und hier auch immerhin 2 Armor raus. Minus 3 Armor. Minus 1 Armor? Lass ich minus 2 sein. Sie ist halt jetzt hart low. So, gib ihr sofort Schild. Ausweitung. Oh Gott, das war sein Schild. Ist okay. Okay, sag ich mal. Okay, ja, wir kriegen ihn diesmal nicht sofort raus. Aber egal. Quatsch, das ist schon mal weit hinten. Gut, dann Schildgeber auf dich selbst. Wichtig. So, dann. Okay, den Move. Diesen Move. Schildwurf. Und der Spalter ist danach. Ja. Zögert, gut. Ist egal, so ein Schild wird aufgehübscht. Bitte was Lustiges. Lance, du kennst die Witze.
Der Kampf ist hart. Der ist richtig hart gerade. Julius und sein Freund Gerd kommen aus dem Gasthaus. So ein ungenießbarer Fraß, den die uns da vorgesetzt haben, schimpft Julius. Ja, du hast vollkommen recht, stimmt ihm Gerd zu. Und stell dir vor, wenn wir noch länger geblieben wären, hätten wir auch noch was bezahlen müssen. So, wir sind wieder in der Zwischenrunde. Wie blöd ist. Warte mal, oh, was macht er denn? Er geht nur auf sie. Actually, damit kann ich leben. Nein. Schildgeber auf sie. Ja. Acht sich selbst. Nein. Dann nehmen wir... Denn nicht reagieren ist das Beste an den Witzen. Ich habe mir einfach gedacht, wir machen jetzt einfach wieder schön weiter mit dem Spiel. So. Lad du dich selbst auf. Du gibst ihr das Schild viel später, nachdem sie schon Schaden bekommen hat. Damit beim zweiten Schlag sie wieder das Schild hat. Wie alle anderen. Big Brain. So. Dann ist die Frage, ihr seid noch dran. Du bist nachher dran? Das ist ja scheiße. Kein Crit dadurch. Blitzen bringt mir auch nichts. Dann legen wir jetzt den Sprengstoff. Dann machen wir jetzt Sprengstoff ready. Wenn ich seine Armor nicht jetzt sicher runterhauen kann, dann bereiten wir es vor. Oh, warte mal, wenn du noch verteidigst, verlierst du kaum was. Auch nicht deine Armor, weil Spalter würde jetzt richtig viel kosten. Weil er dich halt crittet. Nee, nee, nee. Du verteidigst und du... Wir machen den nicht den Schildwurf, den Schmetterschlag. Okay, so. Splatsch. Dann hatten wir schon den Text, den lese ich nicht nochmal vor. Ich bin faul. Schild neu, gut. Mal Burn Damage, Ausweitung. Keiner hat Schaden bekommen, effektiv. Sau gut. So, er ist schon sau weit hinten. Das Blitzen müsste reichen, wunderbar. Er ist raus für den Turn. Dann gehen wir erstmal durch. Schildgeber auf unseren Rogue. Der Rest passt. Heißt, ihr beide könnt angreifen mit so viel wie geht. Und nochmal die Armor runterzuhauen. Wir haben sie schon fast auf die Hälfte runtergekloppt, seine Armor. Minus 4, ist auf 32. Wir machen so nach und nach immer mehr Schaden. Ich habe am Anfang noch nicht den Flow von dem Fight verstanden, gebe ich zu. Oh. Wir können wahrscheinlich keine Festung benutzen, oder? Das tötet sie diesmal. Scheiße. Wir werden unseren Rogue verlieren. Wenn du auf Verteidigen gehst, wir sind, dann kriegst du nicht ganz komplett aufs Maul. Aber mach das mal. So. Du könntest deflektieren. 40% Verteidigungsschaden reflektieren. Ja. Wenn du verteidigen gehst, verlierst du auch nicht so viel. Verteidige. Wenn du verteidigen gehst. Ja, du würdest ja einfach ein neues Schild geben danach. Wieso Crit? Gib mir doch nur ein Schild, ich greife doch gar nicht an.
Welches Verteidigen smarter? Wow. Ja, du machst eine Deflexion. Okay, wir blocken das jetzt einfach. Wir sind doch alle noch in Blockhaltung, während er nochmal angreift, oder? Ich bringe eure halb zerfressenen Leichen zur Mutter. Dann wird sie mich loben. Streicheln. Oh nein, ihr hört jetzt auf zu verteidigen. Warum? Nicht gut. Du gehst wieder auf alle, ja, ja. So, aber so ein Blitz reicht, damit du weg bist. Quatsch. Ich habe die ersten paar Runden einfach zu kacke gespielt, deswegen muss ich jetzt zu sehr... Oh, Schildaufladung. Das nehmen wir doch mit. So. Wir machen das mal auf sie Schild und hoffen einfach, dass der Bot nächste Runde übernimmt. Wichtige Sache. Also haben wir ihr zwei wieder. Dann liegt man bei der Hälfte von seinen HP. Oh. Pump. 94. So langsam geht's runter mit seinen HP. 28. So. Wie viel hat er denn überhaupt? Er hat immer noch 75 HP. Er geht wieder auf alle. Okay, bei zwei wird schon nur die Armor genommen. Das ist okay. Das ist nicht okay, dass wir schon in der Runde sind. Fuck. Kann ich aber verteidigen? Das ist keine gute Strategie, glaube ich. Also dir selber einfach ein Schild geben danach. Kostet dich mehr HP, ey. Ist das kacke. Weil sie keine Festung mehr einsetzen kann, oder? Warte mal. Nochmal die Eingaben zurück, bitte. Nee, das tötet dich. Später tot, ja. Da haben wir es verkackt, mit ihr die HP gut zu halten. Sie besser zu blocken. Das ist der Hauptfehler gewesen. Ja, Deflect, das ist klar. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Hier, da sind wir 6 Schaden bekommen. Schilde down, Schilde down. Er darf aber nochmal... Und eine Hypnose. Auf wen? Das war. Nein. Er hat die Aegis betäubt. Zack. Das hart gerade. Sie ist nämlich die, mit ihrem Schildballer-Ding ihn immer rausgeballert hat jetzt. Also aus der Leiste raus. Okay, wenn er das kann. Spalter wäre sogar noch vorher. Oh, schafft's aber nicht. Entzweien? Oh, Entzweien verzögert auch. Und macht mehr Schilde kaputt. Das ist gerade der beste Move, den wir haben. Und du gibst Schilde an dich? Ja, wir brauchen halt dich. Du bist so wichtig mit deinen Schilden. Wie nennen die Ägypter den Gott der dicken Menschen? Shannera. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. Ja.
danke für dein Euro. Das Problem ist, ich bin gerade so sehr fokussiert, dass ich gerade so analytisch denke. Erst die Betonung hat funktioniert. Okay, Lenz probiert nur Sachen aus. Dankeschön, Lenz. Gott im Himmel. In der Weichschmausen. Warte, wir haben. Nee, gut, warte mal. Ach nee, warte mal, das könnten wir mal mit decken. Ah nee, er wird nicht. Ew. Verteidigen. Bildgeber. Kacke. Kann Detonation machen. Muss doch eigentlich einen Crit-Bonus haben, oder? Ja. Warte mal. Da der Schuss wäre später blitzen. Ja. Siehst du, wunderbar. Jetzt haben wir die Detonation. Können nochmal. Bam. 3 vom Schild runterhauen. Du machst mehr Schaden. Ja, klar, Satz. Ich hätte es wirklich lieber, dass er einmal pro Runde angreift. Das ist halt nix. Das läuft nicht wie erwartet. Wache-Modus, Vergeltung, freie Aktion. Wenn eine Runde nicht gegen Angriffe getroffen. Wait, what? Oh, ganz kurz zum Antesten. Ich würde sehr. Feuer erwidern. Ich kann ihn aber auch nicht. Okay, warte, dann. Schild auf den. Was machst du denn schon wieder? Nochmal. Festung. Spalte. Dann krieg trotzdem ich den Scheiß ab. Nee, okay, dann passt. Warte, dann kann ich ihn nicht angreifen. Dann kannst du aber Sprengstoff platzieren in der Runde for free, wenn wir nicht angreifen dürfen. Das ist okay. Harter Fight, ja. Entzweien wäre ein Crit, ne? Das wäre aber sein Schild. Ziemlich geil. Wobei, jetzt nicht greedy aufs Schild werden. Können wir uns irgendwie buffen? Wobei, doch. Warte mal, Degeneration würde auch einen Gegenschlag bedeuten. Spalter hier drauf. Warte mal, das ist genau bei 50. Dann gibt Schild wäre vorher. Ah, oh, da würde zu viel gewastet werden. Das ist nicht gut. Dass ich nicht selber sagen kann, dass ich eine Aktion freiwillig nach hinten setze, ist frech. Dass ich mich halt eben immer an meiner letzten eigenen Aktion orientieren kann. Das ist frech, dass das einen Gegenschlag bringt. Sind das bei Ranged auch? Ja, okay. Nee, dann. Sie hat noch 109. Ja, der Kleine hat nicht mehr so viel. Bildgeber auf ihn. Ja, das ist besser. Was machen wir denn hier oben jetzt aber mit den beiden?
Ich will da jetzt gerade nicht reinspringen. Ich weiß ja. Wobei, warte mal. Einen Spalter könnten wir uns eigentlich mehr oder weniger leisten. Du hast noch genug Rest-HP. Das wäre ballsy as fuck. Machen wir. Nein, du nicht. Du deflektierst. Oh Gott. Ich weiß halt nicht, was danach passiert. Die andere hat genug HP. Was passiert jetzt mit ihm? Was ist jetzt für eine Wunde? Ja. Das ist okay. Das ist eine Wunde, in der wir ihn zurückschießen können. Mann, gut, dass wir hier Ding hingepackt haben. Okay. Dann gibt's erstmal Schild für dich. Reicht nicht ganz, aber fast. Damit bist du verzögert. Und damit gespalten und auf null Armor. Mehr Zorn, 14 reicht nicht. 15 Zorn. Yes! Dann können wir Aegis ihr Schild erstmal wieder auffrischen. Gut. Du möchtest wieder durchbohren. Auf ihn. Ist okay. Kann ich sogar halbwegs leben. Ich werde aber die Schildaufladung erst. Das war die falsche, aber das ist gut. Das wollten wir auch machen. Den Schildgeber, meine Fresse. Auf sich selbst. Ich hoffe einfach nur, unser Rogue überlebt. Ganz ehrlich. So. Du kannst detonieren lassen, die Runde. Das wäre dein höchster Schaden. Der wäre sogar danach, deswegen. Bam! 86, nett. Wie viel hast denn du noch? 252, Gott, ey. Willst du nicht mal bald sterben, ey? So. Der Rest darf eigentlich nach Belieben draufdreschen. Ja. Quatsch, du fängst die Wunde an, das ist... Okay. So, Fump. 34, das ist halt nicht viel, ne? Du bist halt wirklich eigentlich eine Utility-Kriegerin. Die zu wenig HP hat, um mir die Utility auszuspielen. Das ist scheiße. So, zweiter Move? Nicht? Wo war sein zweiter Move? Verzögern, weg! Import mit dir. Du könntest die Runde finishen. Und das auch noch mit allen überleben. Da. So, Schildgeber trotzdem für den Worst Case. Du bist ja schon draußen. Dann. Ein spalttödlicher Angriff. Oh fucking Gott, ey. Novosh Behemoth besiegt. Schönes Achievement. Alter Falter. Dynamisches Du, ja. Die beiden. Aber hallo. Delphi, würdest du lieber einschlafen? Durch Gesang von Pummeluff oder durch Todeskiss von Rosanna? Hm.
Ich nehm Pummeluff. Ich hab jetzt überlegt, ob ich irgendwie einen Gag bringe mit, aber nee. Das wird dann nur geklippt und ich darf mir das ewig anhören. Nein. Du bist härter als ich. Chimäre besiegt. Wieder gute Arbeit, Team. Jedes Mal, wenn ich einen Behemoth als brennendes Wrack sehe, fühlt sich das Universum etwas sicherer an. Und jetzt zu den schlechten Nachrichten. Das Imperium hat uns schon wieder umgangen. Die bereiten eine weitere Extraktion vor auf Dagan. Ihr wisst ja, wie es läuft. Kauft euch neue Ausrüstung, redet mit neuen Rekruten und geht an Bord des Shuttles. Die Arbeit eines Heldens ist getan. Was? Ja genau, Dagan. Auf diesem Planeten gibt es tolle Casino-Hotels. Was? Achso, Dagan. Ja, okay. Oh, so. Oh, da darf ich hin. Wenn wir Crystal Rattle spielen, sind wir auch ein dynamisches Duo. Du bringst die Dynamik und ich mache es zum Duo. So, was haben wir denn hier? Kommando rekrutieren. Nehmen wir mit. Was bist du denn? Ich mag dein Design. Da kann ich tolle Nachforschungen für mein neues Selbsthilfebuch anstellen. Es trägt den Titel Vollblut Freibeuter oder nicht. Wie du durch Plündern und Brandschatzen zu dir selbst findest. Beeindruckend, das ist der Bentley, der berühmte Weltraumpirat und Selbsthilfeautor. Sein Holobuch, ich habe deinen Käse geklaut, plündere und raube dich zum besseren Ich, hat mein Leben verändert. Was? Ja, komm, den nehmen wir mit. Wir können dich aber nicht mitnehmen, ne? Oh, der ist schon Stufe 5. So, verteidigen. Gegenangriff getroffen. Salvenfeuer. Breitseite. Der Kritschaden. Ganz erbrechende Geschosse. Freie Aktion. Okay. Bauernfänger. Das. Leitet Angriff auf zufällige Verbündeten um. Arsch. 83. 21 mal 4 ist aber nicht 83. Und 29 ist auch nicht 7 mal 4. Ja, obwohl kommt es wieder aufs Gleiche raus, aber. Hä? Was? Zufällig. Ein zufälliger Gegner ist er. Ja, 21 mal 4 ist 84. No. Das sagt das Spiel aber nicht, es ist 83. Siehst du nicht, Lenz? Guck doch. 21 mal 4 ist 83. Und 7 mal 4 ist 29. The fuck? Auf 160p sehe ich nichts. Dann guck nicht auf 160p. Vordenker, repariert 50. Was? Bei den 50% Rüstung. Das ist aber ein schöner, nächtlicher Besuch. Du bist ein Roboter. So, wir könnten ab Wetten das. Oh, was ist denn Wetten das? Ne, hier. Wetten das leicht. Unterbricht Bereitschaft. Deckungsfeuer und Repost. 18, 2, wir haben 82. Verdammt, wir können nur einen leveln. Ja, das klingt aber am spannendsten. Plump. Ich weiß nicht. Der Neue, das ist halt der Neue. Der kann am Lagerfeuer mithocken. Warte mal, war Information? Never mind. Er kann doch mit. Ich dachte, 2x2 ist alles. Ja, da. Wunderbar. Warte mal, haben wir noch einen alten Revolver für dich vielleicht? Du schießt ja anscheinend. Du hast den hier, ja. Ja, dann nimmst du den da. Haben wir da irgendwas? Ne, haben wir nicht. So, dann hat er jetzt schon mal einen Revolver. Das ist ja super. Jetzt haben wir wirklich 5 Leute.
Jetzt war mal noch jemand in der Front Row. So, was haben wir denn hier? Hallo? Wartet an Sinn. Episch! Plus 15 Rüstungsschaden, Multi-Angriffe. Plus 38 Rüstungsschaden, alle Angriffe. Das brauchen wir eigentlich bei keinem, ne? Plünderer-Chip. Implantat. 30 Angriffe gegen. Plus 30% Schaden bei Gegenangriffe. Stiehlt 3 bis 9 Rüstung. Warte mal. Stiehlt? Das heißt, man nimmt's und gibt sich selbst, ne? Das hätte ich ja gern für Sie, den hier. Das klingt sehr gut. Genau, das haben wir bei ihr schon 15. Sind's gegen Antimaterie-Schaden. Ja. Diesen Plünderer-Chip hätte ich wirklich super gerne für Sie. Einfach Rüstung klauen. Actually, warte, nein. Welche ist es denn jetzt? Ist das unsere Ding? Ja, ne? Wo? Ja. Bei ihr. Wenn sie zwischendurch, eben nur zwischen, in dem Kampf jetzt gerade, während der Gegner angreift, hätte man Festung machen können. Und in den Zwischenrunden sich Rüstung stehlen. Von 3 bis 9 ist nicht schlecht. Normale, schwere, leichte Angriffe. Also bei allen Angriffen quasi. So hätte sie sich selber Rüstung holen können, um dann besser damit zu blocken und dem Gegner die Rüstung runterzuziehen. Gegenangriffe bringt halt gar nichts leider bei uns. Aber wobei, warte mal, gilt das dann nur? Nee, normale, schwere, leichte Angriffe. Das heißt, alle Angriffe, nicht auf Gegenangriffe beschränkt. Das ist gut. Dann nehmen wir das mit ihr mit. Kaufen. Dann kann sie sich schön Rüstung hochbuffen. Und ja. So, haben wir genug Geld für alle. Epische Waffen. Ein episches Feuerschwert, brennen 7. Entzieht Gesundheit alle Angriffe. Blaster. Durchdringt Rüstung zu 25%. Bewirkt Verbrennen 7. Entzieht Gesundheit. Ist das wirklich gerade Lifesteal? Also Leech? Handschuhe. Du hast halt noch nichts, ne? Ihr habt beide was. Du hast halt auch was. Ein Gewehr. Verderbnis 7. Durchdringt Rüstung 25%. 25% Schaden gegen Gesundheit. Bewirkt Verderben. Entzieht Schilde. Die Handschuhe für sie wären aber gut. Sie macht noch zu wenig Schaden. Deswegen nehme ich das. Das ist aber Stufe 7. Du bist aber in Stufe 6. Das ist ja blöd. Muss man noch mal eine Frage beantworten. Bei diesen Randos kommen ziemlich viele Fragen auf. Wenn ich zum Beispiel wenn ich mit einem dieser Samen einen Magma tackle, warum brennt der dann nicht? Weil es keine Fähigkeiten gibt. Fähigkeiten wie Flame Body wäre das. Überlegt Magma-Körper auf Deutsch? Keine Ahnung. Flame Body existieren erst ab Generation 3. Das kam später dazu. In der Pokémon wird Asbest noch eingesetzt und die Pflanzen-Pokémon haben genug absorbiert, dass sie keine Flammen. genau. Ja, doch, das wäre das Beste für sie. Damit sie offensiv halt auch noch, weil entzieht alle Angriffe. Entziehen 23 bis 69. Das heißt, sie würde sich ja heilen. Sehe ich das richtig? Das nehmen wir mit für sie. Könntest du noch nicht ausrüsten, aber. So, wir haben 48 übrig. Kriegen wir davon noch irgendwas? Nö. Das ist ein saugeiles Spiel. Ich würde dann aber...
gelaufen. Ist einfach so um den rum. Gott. Kommen jetzt mit allem hin? Ja. Wo kann ich hier noch irgendwo hin? Wir können über den Fluss. Moment, was? Was ist hier? Ist hier noch irgendwas? Secret, irgendwas? Geheimer Loot, Mega Loot? Eine Legendary? Nein, schade. Warte, kann doch mal woanders hingehen. Achso, ja, von da kommen wir ja vorhin. Ja, okay. Na gut. So.